Der Bachelor in der Pflege ist eine super Grundlage, die einem ganz viele Türen öffnet. Man kann sich ständig weiterentwickeln in die verschiedensten Richtungen. Und es ist ein sinnstiftender Beruf, finde ich, wo man am Abend heimkommt und man weiß, was man gemacht hat und wo einem sehr viel Freude bereiten kann. Und man kommt mit ganz vielen verschiedenen spannenden Leuten in Kontakt. Und in meinem Fall kann ich auch im Ausland tätig sein, was mir extrem viel Spass bereitet. Ich bin Christina Schuller und dank meinem Studium kann ich ganz verschiedene Berufe ausüben. Ich bin als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHW in Winterthur tätig, was mir sehr viel Spass macht. Zum Ausgleich arbeite ich auch als diplomierte Pflegefachfrau am Kinderspital in Luzern. Und als ehrenamtliche Mitarbeiterin bin ich in Ghana tätig, wo ich auch mein Wissen vom Studium einbringen kann. Ich mag mich einfach erinnern, dass wir in der Primarschule einen Vortrag machen mussten. Und ich wollte über das Rote Kreuz berichten. Und mich hat das fasziniert, wie der Henri Dunant eben in dem Krieg anno dazumal den Pflege organisiert hat. Und das Ganze, dass man den Leuten helfen kann, hat mich einfach sehr fasziniert. Und das hat mich dann weiter begleitet und in der Berufswahl habe ich das wie wieder vorgenommen, die Idee. Und ich glaube, das hat beigetragen, dass ich dann diesen Beruf ergriffen habe. In Ghana bin ich in einer Organisation tätig, wo ich mit einer Gruppe vor Ort, also Einheimischen, unterwegs bin, wo wir zusammen schauen, dass Mütter und ihre Familie und ihre Neugeborenen einen guten Start ins Leben haben. Und konkret heisst das, dass wir Themen anschauen, wie Ernährung in der Schwangerschaft, Hygiene, aber auch, dass Stillen gut klappt. Ich glaube fest, dass ich sehr viel mehr lerne, als ich bringe. Und zwar lerne ich, geduldig zu sein, Lebensfreude zu haben und einfach mit wenig zufrieden sein. Wenn ich einmal zurückkomme aus Ghana und dann wieder tätig war auf der Neonatologie in Luzern und ich den Medikations- oder Verbandsschrank öffne, dann sehe ich einmal, wie voll der ist. Und ich wünschte mir dann eigentlich, dass in jedem Land auf dieser Welt gleich viel in diesen Schränken drin wäre. Mit dem Studium sind ganz viele Wege aufgegangen, die ich mir nie hätte vorstellen können am Anfang. Zum Beispiel bin ich in der Forschung tätig, was mir sehr viel Freude macht. Auch bin ich mit der Lehre unterwegs, wo ich neuen oder jungen Studierenden Wissen mit auf den Weg geben kann. Und was mich nach wie vor sehr fasziniert, ist einfach die Arbeit am Bett auf der Neonatologie, wo ich mit Eltern und ihren Neugeborenen zusammenarbeiten kann.